Hallo, schön, dass du da bist bei dieser geführten Meditation. Und in dieser geführten Meditation kannst du all dieses Chaos, was vielleicht gerade da ist, Emotionen, Gedanken, Empfindungen, zurück in den natürlichen, tiefen inneren Frieden bringen. Was du dazu tun musst, ist im Grunde genommen gar nichts. Sorg einfach dafür, dass du für die nächsten 20 Minuten nicht gestört wirst. Mach es dir bequem und nimm jetzt einfach einmal einen tiefen Atemzug. Atme ein, halte die Luft kurz an und lass einfach alles los. Atme ein und lass los. Und ich weiß nicht genau, was bei dir gerade da ist, aber eins weiß ich genau. Du kannst jetzt in deine Schultern spüren und diese senken, weil jetzt brauchst du nichts tun, du kannst entspannen. Du kannst in deinen Kiefer spüren, diesen wahrnehmen und loslassen, weil du brauchst nichts sagen. Du kannst in deine Stirn spüren, diese wahrnehmen und einfach entspannen und loslassen, weil du brauchst nicht denken. Und wir beide richten jetzt ganz entspannt deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Und ich weiß ganz genau, dass vielleicht auch jetzt ganz viele Gedanken in deinem Kopf sind, von allen möglichen Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und dein Kopf, deine Gedanken, meinen es nicht böse, denn sie wollen irgendwie nur helfen, aber dies dient dir gerade nicht. Und indem du das so wahrnimmst, wie du es jetzt wahrnimmst, erkennst du, dass du deine Gedanken beobachten kannst. Und du erkennst diese wichtige Erkenntnis, dass du diese einfach so sein lassen kannst, wie sie sind. Als ob es einfach nur Geräusche in deinem Kopf sind, die du Gedanken nennst. Und mit dieser Erkenntnis fällt es dir leicht, deine Aufmerksamkeit ganz entspannt auf deinen Körper zu richten, diesen einmal wahrzunehmen. Und vielleicht nimmst du gerade in deinem Körper, und es ist völlig okay, vielleicht Unruhe wahr, vielleicht Anspannung, vielleicht Druck, vielleicht Schwere, vielleicht nimmst du irgendwelche Emotionen wahr, wie vielleicht Angst, Traurigkeit, Müdigkeit, vielleicht Einsamkeit. Oder ganz andere Emotionen. Nimm einmal ganz bewusst und ja, entspannt wahr, was du in deinem Körper fühlst. Spür ein da mal einfach hinein, wie ein Kind, das ganz neugierig erforscht, und du wirst
jetzt schon erkennen, dass vielleicht noch so ein Teil in dir das irgendwie nicht möchte oder nicht weiß, wie er mit diesen Emotionen umgehen soll, weil du es nie gelernt hast. Aber genau darum bist du hier. Du bist hier, um dies kennenzulernen, zu erkennen. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, dass das, was du jetzt in deinem Körper wahrnimmst, nur Emotionen sind. Dass die nicht schlimm sind. Die vielleicht, ja, manchmal unangenehm sind, das verstehe ich, aber nicht schlimm. Dein wundervoller Körper kann perfekt damit umgehen. Und wir beide beobachten, wie das tut. Und zwar ist das, was du in deinem Körper wahrnimmst, Energie in Bewegung. Wir nennen es Emotionen, Energy in Motion, Energie in Bewegung. Und diese Energie geben wir jetzt einmal die Erlaubnis, sich zu bewegen. Stell dir vor, es ist wie ein reißender Strom an Wasser, der den Fluss hinab strömt, vielleicht den Berg hinunter. Und wenn wir aus dieser Perspektive die Emotionen, die fließende Energie beobachten, mag dies sehr wild sein, vielleicht sogar manchmal angsteinflößend, wenn Emotionen so stark sind, aber wenn wir ganz genau, du und ich, dorthin sehen, erkennen wir etwas Spannendes. Du erkennst, dass es nur dann wirklich unangenehm ist, wenn wir diesen Fluss nicht zulassen wollen, wenn wir dagegen kämpfen, wenn du die Emotionen wegdrücken möchtest oder anhalten. Und es ist, als ob du versuchst, einen reißenden Strom aufzuhalten. Als ob du versuchst, wie ein Staudamm, das zurückzuhalten. Aber indem du und ich diese Emotionen jetzt fließen lassen, einfach wahrnehmen, erkennen wir etwas Spannendes. Zum einen, es ist nicht mal so schlimm, wenn wir es einfach so sein lassen, wie es ist. Und wir erkennen die große Wahrheit, dass alle Emotionen, jeder reißende Fluss, sei auch noch so groß, noch so intensiv, noch so lange, irgendwann im unendlichen Ozean endet. Der
dass Emotionen ganz natürlich in diesem unendlichen Ozean enden. Und du und ich, wir tauchen gemeinsam in diesen unendlichen Ozean hinein und beobachten von dort, wie das Spiel der Energien spielt. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass du an der Mündung, dort wo der reißende Strom, der Fluss, ins unendlich stille Meer fließt, dass du dort stehst. Du kannst das angenehm warme, wohlig fühlende Wasser vielleicht an deinen Zehen spüren. Und wir springen jetzt in diesen Ozean hinein und du sinkst einfach ganz entspannt tiefer in diesen wohlig warmen, ja, irgendwie gefühlt liebenden, tragenden, unendlich weiten Ozean hinab. Du sinkst tiefer und tiefer und merkst, je mehr du dich in diese Sicherheit, in diese Weite, in diese Geborgenheit, in diese Getragenheit hinein entspannst, desto friedvoller und stiller wird es. Du spürst das Wasser, den Raum, ja, diese friedvolle, präsente, wache Energie um dich herum. Du kennst diese Energie. Du kennst diese Weite. Diese unendliche Stille. Du kennst dieses Gefühl, geborgen und getragen zu sein. Denn dort, wo du jetzt bist, bist du zu Hause? Dein Zuhause ist Stille. Dein Zuhause ist diese unendliche Weite. Dein Zuhause. Und das spürst du, wenn du in dein Herz spürst, ist Liebe. Und in dem kannst du dich jetzt völlig hinein entspannen und aus einem ganz friedvollen, aus einer ganz friedvollen Position heraus
vielleicht noch beobachten, wie letzte Energien in deinem Körper in diesen Frieden zurückkehren. Von der Tiefe dieses unendlichen Ozeans. Kannst du alles ganz friedvoll beobachten? Du bist da zu Hause, in vollkommener, perfekter Sicherheit. Und alles, was ich da zeigen möchte, ausdrücken möchte, wird von dieser Liebe und diesem Frieden berührt. Und all das, was noch nicht in dieser friedvollen Schwingung ist, ist lediglich etwas, das von dem reißenden Strom noch nicht im Ozean angekommen ist. Aber du erkennst, dass alles dort zurückkehren wird, indem du einfach nur wahrnimmst und in dir, in dieser Weite, spür diese Weite um dich herum, um deine Arme, deine Beine, deinen Körper, deinen Kopf. In dieser Liebe, die du in deinem Herzen spürst, in diesem Frieden, den jede Zelle deines Körpers kennt, dass du darin einfach ruhst. Und in dieser Ruhe, in diesem Frieden, in dieser Stille, in dieser Liebe, fängt jetzt Stück für Stück jede Zelle deines Körpers, jedes Neuron in deinem Kopf, langsam Stück für Stück anzuschwingen. Dein Gehirn, dein emotionales System, dein ganzes Wesen schwingt Stück für Stück mehr in der Liebe und in dem Frieden. Und du entspannst dich dort hinein und genießt es, wie alles automatisch passiert und du überhaupt nichts dazu tun musst, denn dein Zuhause, diese Unendlichkeit, ist immer bedingungslos für dich da. Immer bedingungslos liebend. Immer bereit, dich mit dieser Liebe und dem Frieden aufzuladen. Dich mit ihr hineinzuschwingen und tiefer,
Tiefe, in dieses Wunder einzutauchen. Und du kannst jetzt das einfach nur genießen. Ich lade dich dazu ein, jetzt ganz langsam in deinem Tempo deinen Körper zu fühlen, diese wundervoll aufgeladene Energie nochmal tief zu verankern. Und du kannst jetzt deine Augen öffnen und erkennen, dass du immer noch zu Hause bist, auch wenn du deinen Alltag wieder bewältigst. Und ich lade dich dazu ein, denn das ist wichtig, diese geführte Meditation regelmäßig, täglich, wenn du möchtest, auch gerne mehrfach täglich zu hören, damit du immer mehr in Verbindung mit deinem eigenen Zuhause bist. Denn diese Verbindung trägst du dann automatisch immer klarer und immer stabiler in deinen Alltag. Und erzeugst nicht nur Friede und Liebe und Freude in deinem Leben, sondern auch im Leben deiner Liebsten, deiner Mitmenschen und der Welt. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Peter.